Willkommen auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns die Alibaba Group an. Wir werden uns mal anschauen, wie die Bilanz aussieht, wie sieht das Eigenkapital zur Gesamtverschuldung aus und in der Bilanz detaillierter werden wir reinschauen, wo liegt mein fairer Wert. Und im Chart werden wir uns auch sehen, wo befinden wir uns gerade. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr den Kanal gerne abonnieren, nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Das Abonnieren auf YouTube ist kostenlos. Und nun starten wir mit der Analyse von der Alibaba Group. Viel Spaß damit! Die Alibaba Group Holding LTT ist im Consum Dictionary tätig. Hier seht ihr aktuell den Google Finance Sticker von der Börse Hongkong in Hongkong-Dollar. Hier der Wechselkurs, wenn wir 10.000 Euro in Hongkong-Dollar wechseln, bekommen wir zurzeit 85.000 Hongkong-Dollar. Wird das Währungspaar Euro stärker, Hongkong-Dollar schlechter, sind diese 85.000 Hongkong-Dollar nur noch 9.750 Euro? Wird der Euro schwächer, die Hongkong-Dollar-Währung besser, haben wir aus die 85.300 Hongkong-Dollar ca. 10.300 Euro gemacht. Also man kann auch einen Währungsverlust machen. Hier sehen wir die Bilanz und das Eigenkapital und die Gesamtverschuldung. Und wir sehen schon, dass das Eigenkapital immer höher war wie die Gesamtverschuldung, was auf alle Fälle mal sehr gut ist. Und wir sehen, dass die Gesamtverschuldung im höchsten Peak hatte im Jahr 21, dann ging es leicht abwärts. Nun liegen wir ein bisschen höher wie im Jahr 21, im Jahr 23. Wir sehen auch, dass das Eigenkapital den neuen Höchststand hat im Jahr 2023, was auf alle Fälle mal sehr gut ist. Und die Verschuldung hat zwar auch den höchsten Peak erreicht, aber wir haben das Verhältnis mehr Eigenkapital wie Gesamtverschuldung. Das werden wir später sehen, wie hoch die Eigenkapitalquote ist an der Bilanzsumme. Hier wieder Zahlen, Fakten. Wir sehen, dass die Kurzanbindlichkeiten sich um 85,5% erhöht haben in diesen 5 Jahren. Die Langanbindlichkeiten um 33% und die Gesamtverschuldung um 65% circa. Das heißt, die Kurzanbindlichkeiten sind alles unter einem Jahr. Das ist zwar nicht positiv, denn die müssten jedes Jahr neu verhandelt werden zum aktuellen Zinssatz. Das Eigenkapital wurde um 100% erhöht, ist auf alle Fälle mehr sehr gut, denn wir haben eine 100%ige Eigenkapitalsteigerung, aber wir haben auch eine leichte Stückzahlerhöhung um 0,6. Das fällt zwar nicht so sehr ins Gewicht, aber es ist eine leichte Erhöhung des Eigenkapitals. Und die Bilanzsumme ging um 82,16% nach oben. Der Buchwert pro Aktie ging um 99% nach oben. Das heißt, unser Anteil vom Buchwert ist auch höher. Wir werden dann genau sehen, wo der faire Wert mit dem Buchwert liegt und dem aktuellen Gewinn von der QI23. Hier haben wir die Bilanz und das Eigenkapital. Wir sehen, dass die Bilanzsumme sich auch immer erhöht hat. Hier ging es seitwärts und haben wir auch den höchsten Wert von der Bilanzsumme. Und das Eigenkapital hochging bis 21, dann wieder leicht höher. Und nun haben wir auch den höchsten Wert im Jahr 23. Mal schauen, die Eigenkapitalquote sehen wir später. Hier sehen wir die Langanbindlichkeiten zum Betriebsergebnis und wir sehen, dass das Betriebsergebnis die Langanbindlichkeiten im Jahr 19 nicht auf Null setzen kann. Auch im Jahr 20 ging es schon, da war es wieder optimal. 21 wieder nicht, aber der Faktor ist besser wie im Jahr 19. 22 wieder schlechter wie im Jahr 21. Und nun liegen wir mit 23 Jahr auf alle Fälle besser wie im Jahr 22. Die Prozentsätze werden wir dann später sehen bei Zahlen und Fakten wieder. Hier Langfristigkeiten zum freien Cashflow und wir sehen, dass der freie Cashflow im Jahr 19 die Langfristigkeiten fast tilgen konnte, im Jahr 20, 21 auf alle Fälle, im Jahr 22 nicht und aktuell geht sogar wieder, das heißt wieder positiv, höher wie die Langfristigkeiten. Das heißt, auf alle Fälle werden wir jetzt sehen, wie gut die Kreditwürdigkeit ist der Alibaba-Aktie. Hier Kreditwürdigkeit und wir sehen, dass die Eigenkapitalquote immer über 50% war und nun auch den höchsten, zweithöchsten Wert hatte im Jahr 23. Den besten Wert hatten wir im Jahr 2020. Betriebsergebnis zu Langanbindlichkeiten haben wir hier alle Faktoren unter 3. Optimal war hier unter 1 im Jahr 20. Nun liegen wir bei 1,5. Auf alle Fälle im Mittelwert. Auf alle Fälle sehr gut. Freie Cashflow zu Langanbindlichkeiten haben wir den besten Wert auch im Jahr 20 gehabt und im Jahr 21 war der Wert nochmal optimaler. Nun haben wir den Faktor 0,9, das heißt im Jahr 23 ist die Kreditwürdigkeit der Firma Alibaba auf alle Fälle mal sehr gut. Auch die Eigenkapitalquote der Bilanzsumme ist über 50%. Gut.
Hier ist der Monatsstart von der Alibaba Group. Nun schauen, was der uns mitteilt. Im Monatsstart sehen wir auf alle Fälle mal, dass wir hier eine Seitwärtsrange hatten, also Abwärtstrend, Seitwärtsverlauf. Wir haben hier den Höchstkurs generiert, kein Schlusskurs drüber über die 120 Hongkong-Dollar. Wir haben diesen Bereich nochmal getestet hier, aber wir haben auch ein neues Tief ausgebildet, hier aktuell bei 60,10 Hongkong-Dollar. Nun haben wir hier ein Doppeltop aktuell. Also wenn wir über die 120 Dollar hinausgehen, ist das gut, bleiben wir drunter, können wir wieder seitwärts laufen in dieser Range dann wieder. Hier und hier aktuell. Nun befinden wir uns über die 83 Hongkong Dollar. Das wäre ein guter Wert, wenn wir drüber bleiben, denn es war hier regelmäßig eine Unterstützungszone. Hier ging es einmal runter, dann wieder die zweite auch wieder runter und dann wieder sofort wieder hoch. Im Wochenchart werden wir genauer schauen, wie die Signale schneller entstehen. Und aktuell befinden wir uns auch unter der gleitenden Durchschnittslinie, was auf alle Fälle mal negativ ist, auf Monatsbasis. Für mich aktuell abwarten, über 120 Dollar auf Monatsbasis wäre es positiv. Mal schauen, wie die nächsten Monatskerzen aussehen. Der faire Wert aus den Earnings per Share vom 23er Jahr, was pro Aktie 3,77 Hongkong Dollar sind, und der Buchwert bei 52 Hongkong Dollar aktuell wäre ca. 66 Hongkong Dollar. 5-Jahres-Durchschnitt Earnings per Share netto wäre 5,34. Da liegen wir nun schlechter wie im 5-Jahres-Durchschnitt. Mit dem aktuellen Eigenkapital aus der Bilanz 23 bei 52 Hongkong Dollar wäre der Wert 79 Hongkong Dollar. Und vom Nettozuwachs, der dann negativ ist per anno, mit 4,6% rückläufig per anno, haben wir ungefähr 56,5 Hongkong Dollar. Das heißt, aktuell befinden wir uns über allen drei Fernwerten. Wir waren zwar kurz bei 60 Hongkong Dollar, da waren wir auf alle Fälle bei den 66er Bereich in der Nähe. Hier sind wir aktuell im Wochenchart und im Wochenchart sehen wir auf alle Fälle Bewegung nach unten, Korrektur, kein neues Hoch, neues Tief, kein neues Hoch, kein neues Tief, kein neues Hoch. Dieses Hoch wurde zwar überschritten, aber nicht zweimal. Dann abwärts, neues Tief, Hoch, kein neues Hoch, kein neues Tief, kein neues Hoch, kein neues Tief, kein neues Hoch, kleineres Tief, aber schlusskursmäßig waren wir immer über die 80 Dollar. Nun ist die Frage, können wir hier wieder hochlaufen? Ist das wichtig? Ja, wenn wir über die 100 hinausgehen, also über diesen Höchstkurs, wäre die 105 wieder der nächste Widerstand. Optimal wäre alles über 120, wenn wir dort drüber gehen. Aber es kann ja sein, dass wir hier hochlaufen, hier wieder runterlaufen, kein neues Tief, und dann wieder hochlaufen über die 105, dann wäre es auf alle Fälle gut, wenn wir über die 105 Dollar drüber bleiben für ein Kaufsignal. Also wir sehen, dass wir auch auf Wochenbasis seitwärts laufen, denn wir haben diesen Höchstkurs nicht herausgenommen bei 120. Auch auf Monatsbasis nicht, auch auf Wochenbasis nicht. Und wir haben ein neues Tief ausgebildet, hier aktuell bei 60,10 Hongkong Dollar. Und nun ist die Frage, wie lang kann die Alibaba Aktie seitwärts laufen? Oder wir testen nochmal die 60 Hongkong Dollar. Was sagt ihr aktuell zum Chart? Freue mich auf eure Kommentare. Hier Income Statement und Netto. Was bleibt über vom gesamten Umsatz? Wir sehen, dass der Umsatz regelmäßig angestiegen ist. Wir haben auch nun den höchsten Wert aktuell vom Umsatz im Jahr 23. Aber nettomäßig hatten wir den höchsten Wert im Jahr 21. Nun liegen wir sogar schlechter wie im Jahr 2019. Das heißt abwärts. Nettomäßig bleibt wenig über, das heißt, wir haben höhere Kosten, Zinsen und Steuern zu bezahlen, wie im Jahr 19, wo der Umsatz weniger war, da blieb mehr über nettomäßig. Hier wieder Zahlen und Fakten. Der Nettoumsatz konnte um 130% gesteigert werden, Rohertragmäßig um 85% und betriebsergebnismäßig 120%. Auf alle Fälle mal sehr gute Daten, alles positiv. Vor der Steuer minus 7%. Nettomäßig minus 17%. Das heißt, hier haben wir abgebaut. Negativ. Und aufgrund der Stückzahlerhöhung ist auch die Earnings per Share negativer, als wäre die Stückzahl gleich geblieben wie im Jahr 2019.
Bargeldbestand hatten wir eine Steigerung von 15,6%. Auf alle Fälle bleibt auf der Cashflow-Seite was über. Den höchsten Zuwachs hatten wir im Jahr 2021. Dann ging es wieder Cashflow-Seite mäßig runter. Und nun haben wir eine kleine Cashflow-positive Seite, weil der Bargeldbestand wieder angestiegen ist. Freie Cashflow ist mit 23% steigen auf alle Fälle gut. Wir haben einen freien Cashflow, also auf alle Fälle positiv. Den höchsten Wert hatten wir im Jahr 21. Hier sehen wir auf alle Fälle alles in Yuan, chinesische Währung, keine Hongkong-Dollar. Und Dividende zahlt sie aktuell noch keine. Wachstum oder Schrumpfung? Wir sehen, dass der Nettoumsatz um minus 4,6% per anno rückläufig war. Das Eigenkapital um 19% per anno gestiegen ist. Darum auch die 100% Eigenkapitalsteigerung ist auf alle Fälle mal sehr gut. Mal schauen, wie es weitergeht. Hier im 5-Jahres-Durchschnitt und aktuell 2023, die letzten 4 Quartale. Wir sehen, dass vom gesamten Umsatz zum Betriebsergebnis 14% überbleibt und Profit Margin nettomäßig im 5-Jahres-Durchschnitt 5,7. Aktuell 11,5 betriebsergebnismäßig und 8,3 bleiben nur noch über. Das heißt, wir haben uns hier auch verschlechtert und hier auch auf alle Fälle. Das heißt, es bleibt weniger über nettomäßig wie im 5-Jahres-Durchschnitt. Hier wieder aus der Bilanz 23, das ist Return Equity, also Nettoumsatz zum Eigenkapital in Prozent, wäre 7,25% Nettozuwachs. Aber wichtig ist die Cashflow-Seite, was bleibt über bargeldmäßig am Ende des Geschäftsjahres und um wie viel Yuan kann das Bargeld gesteigert werden. Return Asset, also Nettoumsatz zur Bilanzsumme, ist 4,12%. Das Preis-Sales-Verhältnis ist mit 2,03, auf alle Fälle 100% über den Umsatz pro Aktie. Buchwert haben wir 1,76 und Buchwert wäre 52 Dollar. Long-Term Debt to Equity, das heißt die Langfristigkeit zum Eigenkapital, wäre mit 0,15 gut, auch zur Gesamtverschuldung mit 0,76 auf alle Fälle gut, denn die Gesamtverschuldung ist niedriger wie das Eigenkapital. Das haben wir schon gesehen, die Eigenkapitalquote ist über 50%. Hier wieder in Hongkong-Dollar, die Währung, aktueller Kurs 51,6. Hier die Marktkapitalisierung, hier die Earnings per Share aus der Bilanz 23, die Earnings per Shares, also Preis Earnings Ratio, also KGV, haben wir 24,3. Freie Cashflow pro Aktie ist 3,60 aus der Bilanz 23. Da haben wir einen Faktor 10,65. Dieser Wert ist hoch. Optimal wäre 15 ungefähr. Dividende zahlen sie keine. Im 5-Jahres-Durchschnitt waren die Earnings per Share nettomäßig 5,34. Da waren wir besser. Nun haben wir 3,77, also weniger. Aber der Faktor im 5-Jahres-Durchschnitt Earnings per Share zum aktuellen Preis wäre 17,15 und Free Cashflow ist 6,96, da ist der 5-Jahres-Durchschnitt schlechter wie aktuell, da wäre der Faktor 13,6, da liegen wir auf alle Fälle auch sehr günstig. Aber charttechnisch sehen wir, dass wir hier auf alle Fälle mal schauen müssen, denn wir können wieder auf die 60 runterfallen, über die 120 Hongkong Dollar wäre es wieder positiv. Hier die Earnings per Share in Hongkong Dollar. Hier hatten wir 4,58, hier 7,67, den höchsten Wert, dann 7,50, dann 3,12 und nun 3,77 pro Aktie in Hongkong-Dollar. Frei Cashflow pro Aktie, den höchsten Wert hatten wir im Jahr 21 mit 9,52, den tiefsten Wert mit 4,5 im Jahr 22 und nun liegen wir knapp an den höchsten Wert mit 8,6 Hongkong-Dollar im Jahr 23. Auf alle Fälle liegen wir mit fairen Wert wieder sehr gut, wie im Jahr 21. Hier nochmal Zahlen, Fakten. Die Earnings per Share gingen rückwärts um 17,7% und der freie Cashflow pro Aktie ging um 22% nach oben. Auf alle Fälle mal sehr gute Zahlen. Aber leider die Earnings per Share rückläufig, obwohl der Umsatz um 130% gestiegen ist und das Betriebsergebnis um 120 circa. Was sagt ihr aktuell zu Alibaba Aktien? Ich hoffe, ich konnte euch einen Mehrwert geben in meiner Darstellung der Firma Alibaba. Freue mich auf die Kommentare, welchen Mehrwert ihr herausgelesen habt. Und falls ihr neu für den Kanal seid, könnt ihr den Kanal gerne abonnieren. Das Abonnieren ist kostenlos. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch informiert werdet, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und hier findet ihr ein weiteres Video von mir. Viel Spaß beim Anschauen.